FF24.news. Frankfurt aktuell. Am 29. Oktober diesen Jahres wurden in Frankfurt-Oder 3 Wehrmachtssoldaten gefunden. 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine seltene Meldung, sollte man denken. Doch Joachim Koslowski hat mit dem Tod aus dem Zweiten Weltkrieg beruflich jeden Tag zu tun. Erst gestern wurden wieder in Frankfurt-Oder in einer Baustelle Gebeine gefunden. So eine neue Situation in Frankfurt-Oder von der Sportschule eben. Es war ein offenes Loch gewesen, eine Baugrube. Dort sollte ein Wasseranschluss geschaffen werden. Und im Zusammenhang dieser Arbeiten fand man dann eben wieder sterbliche Überreste eines Menschen. Die Polizei war vorher da gewesen. Ich bekam dann die Information über die Bundesgeschäftsstelle in Kassel. Da wäre der nächste Auftrag abzuarbeiten. Und dann habe ich meinen eigentlichen Auftrag, den ich gestern an der Zerstoff abschließen wollte, unterbrochen und bin direkt mal nach Frankfurt gefahren. Und die Sachen mit der Zerstoff, die mache ich heute. Und in der Zerstoff ist es so, da fahre ich dann heute zum dritten oder vierten Mal mittlerweile hin, weil es immer wieder neue Funde gibt, aber immer wieder an anderen Orten. Und das Grundstück ist natürlich ein Privatgrundstück, dort wird gebaut. Das kann ich nicht einfach zerlegen, streifenweise, wie ich das draußen im Gelände machen würde, wenn ich jetzt in Feldlage unterwegs wäre. Es ist also keine Seltenheit, das Auffinden der Toten, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. ist von der Bundesrepublik Deutschland mit der wichtigen Aufgabe betraut, die Gräber der deutschen Kriegstoten zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Dazu zählt auch die Umbettung von heute gefundenen Gebeinen, so wie am Beispiel der 3 gefundenen Wehrmachtssoldaten im Frankfurter Ortsteil Lichtenberg. Joachim Koslowski ist Deutschlands einziger hauptamtlicher Umbetter des Volksbundes und lässt uns einen Tag mit ihm zusammen verbringen, um seine Arbeit begleiten zu dürfen. Und hier hatte ich vor etwa 2 Wochen den ersten Knochenfund gehabt, auf einer Baustelle, im Bereich eines Hauses, im Bereich der Gründungsfundamente. Hier vorher war mal eine alte Treppe gewesen. Unter der Treppe lagen dann halt 2 Kriegstote, 2 erwachsene Kriegstote und ein Kind. Der eine Erwachsene davon hatte halt einen Kopfschuss. Dann hat sich die Sache in den letzten 2 Wochen so entwickelt, dass es dann im weiteren Verlauf hier vorne noch einen weiteren Knochenfund gab. Und zwar hier im Bereich dieser Parkplatzfläche. Und zwar unterm Bord drunter, in mehreren Schichten verteilt und vermischt mit den Elektrokabeln, die man dort irgendwann im Laufe der Jahre gezogen hatte. Und seit 2 Tagen gibt es jetzt einen weiteren Fund. Das ist jetzt hier ein Stück ums Haus weiter rum. Auch wieder in Richtung dieser Parkplatzfläche. Und den werde ich jetzt ausbetten. In diesen Zeiten, als der Tod alltäglich war, wurden Leichen teils einfach nur entsorgt, auf schnellem Wege. Meist muss hier nicht einmal tief gegraben werden. So sind die Gebeine hier in Alt-Zerstorf nur etwa 80 cm tief vergraben. Während Joachim Koslowski dabei ist, die Gebeine zu bergen, kommen gerade auf den Dörfern immer wieder ältere Menschen, die um die ein oder andere Information dazu beitragen können, mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Dieser Herr weiß unter anderem um die Geschichte des alten Hauses. Also er sagte zu mir, hier war damals mal die russische Kommandantur drin gewesen für den Bereich. Im späteren Verlauf war dann hier noch eine Schule und ein Kindergarten drin mit diversen Bauarbeiten. Und er meinte, hier an der Hausseite, hier der Graben, der jetzt offen ist, hier gab es auch mal einen Schützengraben. Und hier gab es vor vielen Jahren, also vor meiner Zeit, das muss ja noch mein Vorgänger, der Herr Kowalke, gemacht haben, mehrere Knochenfunde von gefallenen deutschen Soldaten. Also in der Anzahl müssen es wohl 7 gewesen sein. Hier vorne gab es mal 2 und da hinten gab es mal 5. Natürlich, und wenn man so einen offenen Schützengraben hat, dann nutzt man den, um dann eben Dinge verschwinden zu lassen. In dem Fall halt die gefallenen deutschen Soldaten. Aber warum hier vorne so viele andere liegen, das weiß er nicht. Das kann er sich auch nie erklären. Ja. Also was ich machen werde, ist, wenn das Gelände oberflächlich einigermaßen für mein geologisches Bodenradar befahrbar ist, komme ich mit diesem Gerät wieder und mache hier mal so einen Bodenscan. Und dann schaue ich mal, was hier tatsächlich los ist auf diesem Acker. Nachdem die Gebeine dann geborgen sind, geht es wieder zurück nach Liezen zur Kriegsgräberstätte. Hier geht es an die Recherche und Aufbereitung. Das ist zum Beispiel die Erkennungsmarke vom Montag, die ich dort festgestellt hatte in der Grablage der 3 verscharrten gefallenen deutschen Soldaten. Das ist eine verzinkte Marke. Das wird noch einige Tage in Anspruch nehmen, bis all die ganzen Anhaftungen, Antragungen hier entfernt sind in diesem Lösungsband, um dann halt die Inschrift der Erkennungsmarke lesen zu können. Ja, einige Dinge könnte man jetzt schon erahnen, aber es braucht noch etwas Zeit. Also diese Eisenmarken, da mache ich, bevor ich die Marke überhaupt anfasse, mache ich erstmal ein Foto von. Und dann im Regelfall zerfällt die wie ein Klumpen Rost und ist dann weg.
Na gut, und dann gibt es zum anderen aber auch Edelsteinmarken, die sogenannten Rostermarken, und die sind wie neu, ne? Die holt man aus dem Erdreich, also wischt da einmal drüber und sagt, ich kann's lesen. Hier wird einem beim Betreten und mit nur wenig Empathie klar, wie viel grausame Tode noch unaufgeklärt sind. Jeder dieser kleinen Särge trägt menschliche Überreste. Ein vergangenes Leben, ein Schicksal, Geschichten und viel Leid und Trauer. Und man muss sich auf diese Arbeit einlassen, auf die Geschichte, die auch mit dranhängt an all diesen ganzen vielen Schicksalen. Weil es wurde hier nicht nur Blut vergossen, es wurden auch Tränen vergossen, noch 75 Jahre danach. Und wenn wir dann die Toten finden, und es gibt Angehörige dazu, dann erzählen die natürlich auch sehr, sehr viel darüber. Und die kommen auch ganz, ganz oft mit einem Passbild. Ne? Also manchmal sage ich den Leuten auch, bringen Sie mir mal ein Röntgenbild, da habe ich mehr davon. Aber ich sehe dann, wie dieser Mensch aussah. Ich kann diesem Menschen dann eben auch in die Augen schauen. Und ich höre dann die Geschichten. Manchmal gibt es auch Briefe, die dieser Gefallene eben nach Hause noch schickte. Dann diese vielen Erinnerungen, die werden dann wieder wach. Und das ist ein schöner Moment. Da schließt sich dann der Kreis. Und genau dafür führen wir diese Arbeit durch, um den Angehörigen die Gewissheit zu geben, wir kümmern uns darum, ihr Toter liegt würdevoll auf einer Kriegsgräberstätte. Sie haben einen Ort der Trauer und können jederzeit kommen, wann sie wollen. Und wir müssen halt diese Menschen schützen, diese getöteten Menschen. Das sind Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Also das geht selbst bis rein in die Zeit der Maueropfer. Die zählen ebenfalls dazu.